Und da sind wir wieder und versuchen immer noch zu Escapen. Irgendwie. Escapen im Delirium. Ja, im absoluten Delirium. Und wir haben eigentlich was vergessen, haben wir gerade festgestellt, weil wir offline so ein bisschen rumprobiert haben. Wir haben völlig vergessen, uns dieses Schwert mal näher anzugucken. Ja, wir sind voll die Sample. Aber total. Das tut uns aber nicht leid. Ihr seid das von uns so gewöhnt und da müsst ihr jetzt durch. Das So. tut uns nicht leid. Nein, überhaupt nicht. Mal gucken. Schaut mal hier, da ist nämlich. Das ist es. Ja, das ist das Zeichen. Genau. Und dieses Zeichen brauchen wir nämlich, um dieses elendige Skelett zu finden. Denn da hatten wir ja schon auf die Tafel mal auf so eine Tafel geguckt. Wenn ihr euch erinnern könnt. Oh ja. Oh ja, gut. Also wir leiden noch nicht an Gedächtnisschwund. Jedenfalls nicht allzu heftig. Krach, wumm, ist das scheußlich. Also ich bin mal gespannt auf den Abspann, wenn das Spiel zu Ende ist, ob es überhaupt einen hat. Oder ob die Entwickler lieber nicht genannt werden wollten. Keine Ja, Ahnung. genau. Da Wie hat bin ich das gemacht? sowas von gespannt drauf. So, und jetzt schauen wir uns dieses Schild nochmal näher an. Da ist nämlich auch dieses Zeichen, seht ihr? Völlig verpixelt. Da steht, ey, warte, ich erinnere mich an das Zeichen. Ja, das muss die Gruft des Wächters sein. Und zwar auch noch die geheime. Ich werde sie jetzt öffnen. Und das kann ich, weil ich eine Machete und ein Brecheisen habe. Genau. Aber eigentlich das Brechei. Wo wir das her haben, das hatten wir schon gleich am Anfang aus dem Flieger. Jetzt sieh dir das an. Ein Skelett. Das, guck mal, wie das da sitzt. I geht. Und das erinnert mich ganz, ganz arg an Shivers 1. Da saß am Ende auch irgendwo ein Skelett rum. Jetzt habe ich furchtbar gespoilert. Das nehmen wir uns mit und müllen nochmal unser Inventar zu. Ja, wie schön. Es bleibt uns nur, Weil wir da haben. nicht, weil da ja sonst nichts drin ist im Inventar. Nö, sonst ist es ja Nee. völlig leer, ne? Und alles Überflüssige wird auch weggeworfen, was ich auch immer sehr schön finde, aber egal. Wir haben Geist, wir haben Skelett und wir haben das Herz. Jetzt fehlt uns nur noch Das das sind die Hirn. ganzen Adventures sind doch die Haupthelden eigentlich voll die Messies, oder? Die können nichts wegwerfen. Völlig, ja. Also nicht nur Messis, meistens sind sie auch noch ein bisschen vertrottelt. Darüber müsste man irgendwie auch mal ein Video machen, über alle Adventure-Helden, die man so kennt, neu synchronisiert die trotteligsten Szenen oder sowas. No. Genau. Ja, das wäre doch auch mal ganz schön. Habt ihr eine Idee, wo das Hirn sein könnte? Puh. Doch, im Nee. Eimer, beim Teich, wo wir angeschwommen sind. Ja, und zwar da dieses eingefrorene Ding. Könnt ihr euch noch erinnern? Aber nur ganz Ja. vage. Nur ganz vage, okay, das macht nichts. Wozu haben wir eigentlich den Strichcode gebraucht? Ich habe gerade hängen auf dem Schlauch. Den haben wir gebraucht, um, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie haben wir Irgendwas. den gar nicht gebraucht, oder? Nee, das ist das Genau, Geheimnis der und dann noch dann Entwickler. bei den Kassierer einladen dort. Ja. Ach, wie toll. Ja, ich glaube, das war dann auch schon alles. Echt? Ja. War das jetzt hier unten? Ja, hier Es war auch nur eine nochmal. plumpe Anmache. Irgendwie ja. Aber es hat sie beiden trotzdem nicht zusammengebracht. Bin ich hier noch richtig? Schade. Nee. Halt hier lang, hier lang, hier lang, hier Hab lang. aus Versehen Das reingepixelt. macht nichts. Ich bin hier wieder zurück. Geh da mal. Weil ich glaube, ich bin falsch. Ich muss doch. Hier. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Gehe hier zu Raum. Zu, nee, nicht zu Aufzug. Was schon richtig, ich muss den Teich füllen. Wo ist das denn noch mit der Leiter? War das hier? Hm. Ja, ah ja, hier. Hier, genau. Oh. Ja, da. Und dafür haben wir hoffentlich auch noch irgendwo den Föhn. Ja. Mit gefrorenes Objekt. Ist ja sehr Ach heiß, der Föhn. so. Ja, schauen wir mal. Wir haben doch Gott und Hurra! Stecker. Gott Da hätte er jetzt eigentlich auch nur entgegen rauchen müssen, oder? Ja, Der das ist bestimmt ein Mundgeruch. Gehirn. Ein Gegenstand mehr im vermüllten Inventar. Jetzt haben wir alle Gegenstände. Und was passiert Cool. jetzt? Das ist doch toll. Ja, und nun? Zeit, meine alte Freundin Jojo zu besuchen. Jo! Oh Gott. Du wirst es nicht glauben, Jojo. Ich hab das gesamte Zeug. Yes. Exzellenz. Jetzt ist es Zeit, den mächtigen Wächter wieder zu Oh beleben. mein Gott, was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt kriegst du die Voodoo-Tüte.
Fliege bei. Auf geht's. Warte. Oh Gott, was macht die denn mit uns? Nein. Doch. Wo bin ich hier? Und jetzt? Das muss der richtige Ort sein, die Gegenstände zu platzieren. Ich kann gar nichts tun hier. Okay, dann gucken wir mal zu. Ich kann auch nicht klicken, gar nichts. Ich probier's mal. Mach das alles allein, ja. Ja, wie schön. Oh, guck mal, eine Voodoo-Tüte. Oh. Und, was passiert jetzt? Boah. Steffi. Es grüßt dich, Mensch. Hi. Sieht aus wie ein Marshmallow-Mann, ey. Oh Gott, was ist das denn? Ja. Ruhe. Seid also auch ohne mich zurechtgekommen, oder wie muss ich das erst verstehen? Und jetzt bin ich zurück, um wieder zu regieren als Marshmallow-Man. Aha. Ich werde meine neue Macht demonstrieren, Freiwillige vor. Ich werde sehen, dass es keiner mehr wagen sollte, mir in der Nase zu pumpen. Denn das kann ich selbst. Und so hintergehen, es war schlau, die Teile. Also bitte, also Slomi, das eines Körpers getrennt leben zu lassen. Da, das hat mir die Rowling in ihrem Harry Potter geklaut. Und ja. Ihr werdet alle für eure Verbrechen bezahlen. Und, okay. Und ansonsten gehe ich vor Gericht. Und euch will ich als Erster bestraft werden. Wer will das von euch? Wer ist so frei? Wer will zuerst? Ich. Aber ihr könnt das nicht tun. Warum? Ich kann alles, ich bin der Marshmallow-Mann. Wir haben euch nicht vergangen, ich meine, ich habe nicht in der Nase gepopelt. Ja, das würde ich also auch behaupten. Du meldest dich also freiwillig, habe ich das richtig gedeutet? Das ist das Medaillon. Das habe ich mir aus dem Arsch gezogen. Nein. Wer ist das überhaupt? Oh. Keine Ahnung. Was hat ihr getan? Was geschieht mit mir? Du wirst jetzt zu meinem Nasenpopel. Na, was geschieht denn nun? Du hast jetzt so eine Playmobil-Mann. Ihr seht, es funktioniert ganz gut. Mit Doppel-N, wie schön. Das Gehirn verkleinert sich, auch wenn es fast nicht mehr möglich war. Ich wollte es gerade sagen. Zu einem sehr noch kleineren, nun, ihr wisst schon. Mini-Gehirn. Ein Scheiß. Es hat er das ins Wasser geschmissen. Nein. Und dann hat er das Medaillon in den Brunnen geschmissen. Blub, 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 sagt der große Fisch zum kleinen Fisch. Blub, 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 blub. Und dann? Slomi, kleiner Fisch. Und das ist dann das Ende, richtig? Naja, blub, blub, ich kann das so sein. Blub, blub. Aber ich kann daran mich nicht mehr erinnern. Blub, blub. Vollpfosten. Aber das Wichtigste ist, das Medaillon war der magische Gegenstand. Den die Einbrecher am Anfang der Geschichte finden wollten. Okay. Jetzt gibt's doch direkt sowas wie einen roten Faden. Aber tatsächlich. Keinen Schwachsinn. Ohne Spermier kommt vorbei. Oh ja, da kommt das Medaillon. Ha! Ach, das war das Medaillon. Hey Jack, was ist das da für ein Ding, das da runter... Komm.
Ja, und jetzt? Buk, 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 buk. Was ist mit dir los? Blub, blub, los, blub, 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 blub. Bla, 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 bla. Ja, genau, das erinnert mich daran. Ja. Blub, blub. Blablabla. Das ist Geheimsprache. Ja. Folge. Was ist denn jetzt? Aha. Nein. Nee. Nee, oder? Das geht ja aus wie die Edna. Bricht aus. Stefan Koch. Hallo Stefan. Den kennen wir doch, oder? Hallo Stefan. Oh, kennen wir den? Ich wüsste nicht. Ja klar, die Kochbrüder. Ja, Stefan und Walter. Ja, wir grüßen euch. Ich guck mal, ob ich die ausfindig mache und dann werde ich denen mal erzählen, dass es ein Let's Play von ihrem mega geilen Spiel gibt, das eigentlich so gut wie keinen roten Faden hatte. Trotzdem recht lustig war. Genau. Einiger Logik entbehrte. Aber trotzdem recht lustig war. Ja. Wir hatten Sport. Wir hatten sehr viel blub, 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 hatten wir, ja. Special Group Greetings, was auch immer. Ich fass es nicht, das ist das Ende. Krass, das ging jetzt aber echt flott. Vor allem so viel blub, blub am Ende. So viel blub, blub. Genau, wer weiß, wessen Hirne da im Klo runtergespült wurden. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren. Ja. Das war, ihr Lieben, Escape from Delirium. Hier kommen nochmal die Credits. Ja, wir grüßen Stefan und Walter Koch und T.S. Nochmal Stefan Koch. Und den ganz besonders, ja. Ich fass es nicht. Das waren Zwei-Mann-Projekte. Es scheint bald so, ja. Oh, Tobias, wir grüßen Tobias. Penzkofer in diesem Fall. Ganz herzlich. Das ist ein Künstlername, das kann ich gar nicht sagen. Und Herr Turello war auch dabei. Und noch einmal Stefan und Walter, die guten. Haha, ich glaub's nicht. Haha, ich schmeiß mich hier weg. Nicht wegschmeißen. Nein, ich glaub's nicht. S-Koch und W-Koch. Danke, es war ein Zwei-Mann-Projekt. Ja. War aber ein cooles Spiel. Naja, sehr und noch blutig. Mit Tobias dazu, also Drei-Mann-Projekt. Ja. Und noch einer. Ein Prokupack, S-Punkt. Garbage-System, das muss das Inventar gewesen sein. Ja. Ja. Niemand war verantwortlich fürs Inventar. Nee, danke an alle. Beta-Tester. Ja, das ist eine ganze Menge. Michael Eppenberger und Uwe Dua und Uwe Wöhl und A. Diller und noch wer. Konnte die lesen, ging zu schnell. Und keiner hat sich über das Inventar beschwert. Badass waren Koch und Shiva und Koch. Und Bash und Shiva. Mein Gott, ich fasse es nicht. Greetings, ja, an Greetings. Uns bitte. An die Let's Playerin dieses genialen Spiels. Und C ist auch schon fertig. Regina, wir grüßen dich. Ja. Mein Gott. Um den Gruß zu erhalten, müssen Sie das Spiel auch erstmal durchspielen. Aber wirklich. Und alle anderen Leute, die ich kenne. Sagt Stefan Koch, Michael Attenberger, Jörg Leinberger, Köppen... Jetzt kommen alle, die ihr kennt. Ach du Miste. Oh Gott, das oh kann Gott. Jetzt auch. Das kann sich jetzt nur noch umschauen. Das ist wahrscheinlich dann genauso lang wie das Spiel. Tobias does not have any friends. Ach, der Arme. Ist gut. Ach, die grüßen da jetzt noch alle Leute, die sie kennen. Oh Gott. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, das muss am Namen liegen. Aber nicht am Nachnamen, sondern am Vornamen meinst du wahrscheinlich, ne? Aber da ich nicht gemein bin, sage ich das ja auch Nein. nicht. Nein, wir grüßen nicht Bill Gates Bill und Django. Gates. Warum denn nicht Django? Das ist gemein. Das ist alles für jetzt. Wir hoffen, ihr habt Spaß an eurem Spiel gehabt. Und weiterhin viel Spaß. Vielen Dank für eure Unterstützung. Escape from Delirium.
Das geht jetzt nochmal von vorne los. Ja. Okay. Cool. Also, dann können wir an dieser Stelle Schluss machen, weil das kommt jetzt alles nochmal und ist eine Endlosschleife. Ja. Ja. Und was ist, wenn dann ich hier drauf... Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht aus dem Delirium erwacht, denn das Delirium geht weiter auf dem Kanal. Das Duo Infernale. Oder das Trio Infernale, je nachdem. Genau, in diesem Fall war es das Trio Infernale. Leider können wir den Kanal nicht umbenennen, das ist schade. Und wir sagen nochmal Tschüss an Herrn Turello. Und irgendwann mal machen 6 Leute mit, dann ist das Sixhof. Das Twelfo Infernale. Oh ja, okay. Also ihr Lieben, gut. Danke nochmal fürs Zugucken und bis zum nächsten Projekt, das hoffentlich genau wieder so bescheuert und lustig ist wie dieses hier. Genau, macht's gut und ciao. Ja, und vergesst nicht, vor dem Stuhlgang nach dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Also, bis dann, bleibt dran. Tschüss, bei praktischen Haushaltstipps mit Marlene. Ja.